መርሓባ ንቋ ብደሓን ምጻኹም ናብ ዝቅጸል ሓድሽ ክፋል ሕጂ ድማ ቅልጡፍ ጉያ ሎም መዓልቲ ብምቅጻል ነተን ሰለስተ ኣገደስቲ ዝኾና ነጥቢጣት ወይ ድማ ምቅልጣት ብዛዕባ ምጋሹ ወይ ድማ ግእዞ ከም ኩሉ ግዜ ምስ ኒልስ ከዓነ ክርስቶፍ ተስፋ ትግርኛ Ja, hallo. Mensch, sind wir schon wieder, um Boris Becker zu zitieren, damals in der alten AOL-Werbung, bin ich schon drin? Bin jetzt Das schon ging ja drin oder schnell. was? Das war ja einfach. Ja, Ja. Nils, ich habe gerade mal nachgeguckt. Das letzte Mal haben wir uns in dieser Art und Weise vor einem Monat unterhalten. Ach du heilige Schande, Da was war ja ist so eine denn hier kleine, passiert? ja, da war ja so eine kleine Eine Urlaubsausgabe dazwischen, Urlaubsphase, ne? ja, da war so eine Urlaubsphase dazwischen. Das stimmt. Diese Urlaubsphase hast du für Urlaub genutzt. Und Das ist korrekt. wir haben eine kleine Sonderfolge herausgebracht, die ihr vielleicht schon gefunden habt. Vielleicht. Ja. Hast du eigentlich bald, bist du bald in den großen Ferien? Ich bin in ziemlich genau in 4 Wochen in den großen Ferien. Das Also dauert es aber sind noch. jetzt, ja, wir sind hier auch. Och du. Och, och, Hamburg und och. Schleswig-Holstein treten, also Hamburg tritt morgen an und Schleswig-Holstein hat, glaube ich, schon 3 Tage. Ja, mein Neffe ist schon, hat schon sein Zeugnis bekommen und ist schon raus. Ja, Tja, ja. und Ja, hier in ja. Hamburg ist auch schon totales Sommerfeeling. Seit da neulich mal 30 Grad waren, ist so eine Drehen alle gewisse Sommer, durch. da ist so, ja, da ist so eine Sommerstimmung aufgekommen. Die Ja. Leute ziehen fast nichts mehr an, wenn sie rausgehen. Es werden alle Kanäle so voll mit Stand-up-Brettern gepackt, dass Hamburg also ganz viele neue Brücken dazu bekommen hat. Das ist natürlich Schön. schlecht fürs Brückenamt, weil die alle Ja. de denken dann erstmal, die Beamten, ach du Ja. Scheiße, müssen wir die jetzt instand halten? Brücke. Oh Und Gott, genau. wie erneuert man Korrosionsschäden an einem Stand-up-Paddling-Board? Das ist dann ja die große Frage. Ich würde sagen, mit Industrieharz. Mit Industrieharz? Nicht Rauen schlecht. Mengen Industrieharz. Geiles Industrieharz. Richtig geiles Ja, Industrieharz. richtig geiles Industrieharz. Ja. Das ist Ja, Leute. sowas, was sonst auch als Sex-Wax verkauft wird. Und Ja. bevor jetzt jemand fragt, bevor jetzt jemand fragt, natürlich geht es um Surfwax und das ist eine Ja. Marke. Mann, ihr kleinen Spastis, die jetzt schon wieder an was anderes gedacht Genau. habt. Das sind die Spastis, dreckigsten Spastis habe ich nicht Hörer. gesagt, das möchte ich gerne zurücknehmen. Das ist, da So. ab und zu mal rutscht einem nämlich so ein blöder Ja. 90er-Jahre-Sprech raus, was man in der Ja, das ersten bis vierten stimmt. Klasse völlig unreflektiert Ja, einfach das stimmt. rausgehauen hat und dann, ja. Du, letztens habe ich auch zum Spiel der Deutschen gegen Portugal, da ist auch aus Versehen einem Politiker was rausgerutscht, nämlich über die Regenbogen-Kapitänsbinde von Manuel Neuer. Weißt du, da wollte er eigentlich schweinegeile Binde schreiben und hat Schwuchtelbinde geschrieben. Mensch. Das ist, ja, die Buchstaben Und liegen aber auch dicht beieinander. Ich ja, gucke gerade mal hier auf die Mensch. Tastatur. Wäre mir wahrscheinlich auch passiert. Also, Ja. ja. Schwau, ja. Kann man Und nicht anders sagen. Besonders das C ist ganz dicht am ja, H. Also da, genau. boah, Ja, das kann und einem da schon mal hat passieren. dieser Mann ist aus einer jungen, aufstrebenden Partei, hat es auch getwittert, und seine Chefin, sag ich mal, seine Parteivorsitzende, hat ihn noch ziemlich hart angefahren, weil sie sich direkt von diesem Ausspruch beleidigt fühlte. Du weißt jetzt ungefähr, um wen es geht, Ja, ne? ich habe da Um eine welches grobe parteiisch. Ahnung jetzt. Ja, genau. Aber wir sind ja nicht der Polit-Podcast mit Nein, sind wir Benjamin nicht. Stuckrad-Barre. Wir sind hier ja nur, also das kann mal passieren, dass man versehentlich sowas sagt. Das ist völlig in Ordnung, dass man das einem mal rausrutscht. Apropos Sachen, die einem rausrutschen. Wir Ja. sind immer noch in dem Sommer in der Stadt-Szenario hier in Hamburg, ne? Ja. Und manchmal, ne? Ja. Manchmal reichen 5 Wörter, um Leute komplett zu charakterisieren. Ich gehe so lang an einem Kiosk. Ja. Ein junger Mann geht in den Kiosk rein
und hat einen, hält sich sein T-Shirt über die Nase, weil das eine FFP2-Maske ist. Stimmt, Und wissen die wenigsten. sie ruft ihm hinterher: Achtung, es gibt natürlich auch noch andere Marken, wie Ja. zum Beispiel Reval Ja. und Marlboro. Aber sie ruft ihm hinterher: Lucky Strike mit Flohfilter, Schatz. Und ich schwöre dir, diese vier Worte, du hast jetzt genau ein Lucky Bild. Strike mit Flohfilter, Schatz. Ja. Du hast genau ein Bild davor, wie die aussieht. Ja, so tatsächlich. Ja. Ja. Und ziemlich viel Pink in der Klamotte. Ja. Socken zu hoch für Sommer, aber sommerlich gekleidet. Adiletten an? Bauchfreie Socken hoch. Adiletten an? Vielleicht ist das schon der Sendungstitel. Vielleicht legen wir den einfach Bauchfreie nach Socken 4 Minuten hoch. fest. Bauchfreie Socken hoch. Bauchfreie Socken hoch. Da fällt mir auch ein tolles Titelbild zu ein, Christoph. Das habe ich jetzt schon im Auge. Jetzt habe ich es schon im Auge. Aber was ist denn ein Flohfilter? Da bist du ja, sitzt du ja quasi an der Quelle, mir Ein das zu Flohfilter erklären. ist ein Kunststofffilter, also nicht einer dieser Okay. üblichen Acetatfilter, die so ein Ja. bisschen weicher sind. Ein Flohfilter ist aber einfach, dass sie das so erwähnt. Ich glaube, die gibt es Ja. gar nicht ohne Flohfilter oder so. Okay, gut. Und, Ja. aber es muss genau die Sorte sein, Schatz. Geh da rein. Warum Genau die, holt sie die genau nicht die. selber? Ja. Und ich habe ja Super. schon mal angedeutet, dass ich hier in Barmbek Nord ansässig bin, ne? Ja, Gerade das so. hast du schon Und mal mir ist gesagt. etwas aufgefallen beim Gang zum Brötchen holen und auch sonst. Ja. Morgens, am Wochenende morgens, ist das nicht der beste Zeitpunkt, um Pfand zu sammeln? Theoretisch ja. Also. Freitagsabends, sonnabendsabends, zurzeit kornern alle Jugendlichen auf den Spielplätzen, an jeder Ecke, Ja. überall, auf ihren verkeilten Stand-up-Brettern auf den Kanälen. Und da kann man doch Pfand ohne Ende abgreifen. Und wenn ich zum Natürlich. Bäcker gehe, dann denke ich manchmal, warum kommt denn hier keiner? Da liegen bestimmt. Was ist durch 8 teilbar? 88 Cent liegen da. Allein auf dem Weg, auf den 250 Meter Weg zum Bäcker. Ich glaube, Barmbek Nord, dieses Arbeiterviertel, das hat es geschafft. Das Hier Haus aus der wohnen Pfandpiraterie. nur noch Reiche. Es gibt gar keine Pfandsammler mehr hier. Ist das nicht ein bisschen traurig? Sollte sich da nicht mal jemand Gedanken drüber machen, dass das Ja. eine Form von Gentrifizierung ist, die nicht gut fürs Viertel ist? Das denke Wenn ich keine auch. Pfandsammler mehr kommen, die Ja. Flaschen sich da stapeln, irgendwann werden noch so Zweitklässler versucht, ihr Taschengeld aufzubessern, indem sie das mitnehmen und sich Genau. dann schneiden oder infizieren mit allen möglichen Sachen. Ich sehe eine App, Christoph. Ich sehe die App Pfandpirat. Du kannst über deinen Standort mit der App Pfandpirat den Standort von Pfandleergut Das bekannt ist gut. geben. Das ist gut. Aber die Karte muss ziemlich betrunkenen sicher sein. Das muss riesig sein, sodass du nur vielleicht einen grünen Button. Oder wie so ein, damit der Anreiz im besoffenen Zustand hoch ist, zu Ja. sagen, wo man die Flasche losgelassen hat, Ja. kann man so ein kleines Kackehäufchen, wo eine Bierflasche in der Mitte ist, ablassen. Ja, Oder man kann genau. Kackehäufchen aus einer Bierflasche rausdrücken. Und dann, das ist so ein Emoji, was die Jugendlichen, denke ich, Genau. verstehen und wo die dann Bock haben. Und dann kann der So. Pfandsammler, vielleicht kann der sich dann auch so ein kleines Elektro-Sharing-Fahrzeug Ja, mieten und damit durch die genau. Gegend fahren. Das rentiert So ein sich der Rentier. E-Roller. Ja, so ein E-Roller. Und dann fährt er hin, sieht er zum Beispiel irgendwelche, die Jungs sind am Cornern, haben keine Ahnung, Sixpack, großen Sixpack, Plastikflaschen, Eistee ausgetrunken, setzen dabei die Shisha durchgeknallt und dann setzen sie den Standort ab. Hier gibt es erstmal schön Quatsch, 1,50 € abzuholen. Und der am schnellsten ist, der sammelt das ein und bestätigt die Abholung per Maut, per Fingerdruck. Das heißt, es fällt auch kein Müll an und es ist gleich raus aus dem System. Und da kommt nicht 2 Stunden später noch einer vorbei. Und vielleicht kommen dann auch endlich wieder die Leute vorbei mit ihren Bauchtaschen. Hey, hello my friend, wie geht's? Alles klar bei dir? Dann weißt du schon genau, die wollen dir was verkaufen. Irgendwas Pillenförmiges, irgendwas Pulveriges. Könnten die nicht jetzt auch so Vakzine verkaufen? Mit ihren Bauchtaschen? Ja, die Frage ist, was Hey, mich mit hey, der. braucht ihr was? Braucht ihr was? Ich habe auch das russische Zeug oder so. Oder ich habe das von Stöcker. Ich habe das von Stöcker. Mit so einem verschlagenen Blick. Ja. Und dann kannst du dir von so einem. Ich meine, immerhin, diese Bauchtaschen-Drogendealer, kleine Werbung hier noch, liefergangster.de Die. supportet diese Leute mit Du, Bauchtaschen. dann bräuchtest du Da aber eine kannst du dir, Bauch. die haben Erfahrung im Spritzensetzen und wie man das vermeintlich sauber machen kann. Die können dir die Impfung auch gleich geben. Ja, du, das Ding ist aber, dann brauchen die aber eine gut gekühlte Bauchtasche. Ja, dafür sorgt liefergangster.de. Dann ziehen die also so einen riesigen Solarblock mit sich hinterher, dass sie auch permanent auf Temperatur bleiben, oder wie sieht das denn aus? Ja,
Das kann man doch so machen. Oder sie müssen sich schnell bewegen, kriegen so ein Rad auf den Kopf. Und das dreht sich dann und liefert den Strom. Oder der Typ, der die Pfandflaschen einsammelt, bringt doch ab und zu einen Beutel Trockeneis vorbei zum Ja, das kann Weiterkauen. man ja. Ja, das wäre eigentlich eine Geschäftsidee. Damit könnten wir zur Höhle der Löwen, Christoph. Und ich habe eine abgefahrene Idee, die wir bei Zu Höhle Maschi? der Löwen zum Maschi. Pass auf. Und zwar, du kennst doch diesen Edelkaffee, ne? Der einmal durch eine Katze gewandert ist. Richtig, ja. Pass Das auf. ist aber, Wir. das ist nicht, nee, Jamaica Blue Mountain ist, glaube ich, nicht durch eine Katze gewandert, ist aber auch ein Edelkaffee oder so, Ja. ne? Und Ja, naja. wir machen ein Produkt, das richtig widerlich ist, aber wir können in der Fetischszene abgreifen. Wir nehmen so ein Essen in Riegelform. Das muss man essen. Und das entwickelt erst beim Verdauungsprozess im Magen und dann im Darm nachher seine wahren Geschmacksknospen. Okay. Und dann scheidet der Körper das aus. Ja. Ist auch, kannst du denn in so eine mitgelieferte Plastikbeutelchen packen? Du musst es im Kühlschrank tun und du hast danach, wenn du das isst, die absolute Geschmackserfahrung. Und Findest du ist das das? sowas wie ein, muss ich mir das vorstellen, wie so ein Riegel aus französischem Schimmelkäse, der dann noch besser wird oder Nee, der wird fester. Also, das wird fester? so ein richtig veganer, fester Riegel, der nach nicht viel schmeckt. Oh, geil. Geil. Aber muss es, ist es ein menschlicher Körper oder wird das vielleicht besser, wenn man das durch Kleinkinder, Babys presst? Wir könnten es auch durch Kühe pressen, da haben wir ja das Ding mit den ganzen Mägen. Man muss nur hoffen, dass nicht einer Sodbrennen hat. Nee, passiert gar nicht. Von Löwenzahn können die übrigens, ich hab Insider-Informationen bekommen. Ja, Von aha. Löwenzahn können die keinen Sodbrennen bekommen. Im Gegenteil, das ist eher förderlich dann. Also es tut denen gut. Es ist schön magenberuhigend. Ja, also ich glaube, mit dieser Idee bei Höhle der Löwen, ich glaube, da werden wir was, oder? Wer Ja. schlägt zu? Schlägt Maschi zu? Oder schlägt Herr, wie hieß er gleich, der aus Segeberg da? Dümmel? Dümmel? Ja, ich glaube, Maschi findet das, generell sieht er das Potenzial, aber das Hm. ist ihm einfach zu eklig. Er weiß, dass seine sehr empfindliche Haut, das bisschen Haut, was er noch übrig gelassen hat, diese sehr empfindliche Haut, dass die da schnell Schaden nimmt und Ach Verfärbung so. annimmt, die nie wieder weggehen. Ich glaube, Und der Dümmel nimmt das und stellt es in deinen nächsten Riegel. ja. Der Puba oder so. Das bietet ja völlig neue Möglichkeiten. Vielleicht kannst du das kombinieren, wenn du da, was weiß ich, Oldesloer Korn mit zutrinkst. Oder Nörten-Hardenberger Korn gibt es natürlich auch. Ob das dann vielleicht noch ein feineres Aroma annimmt, weil da noch so ein bisschen Alkohol dabei ist oder so. Genau, das nimmt auch das auf, was du als letztes so gegessen hast an Geschmacksrichtung. Also es Ja. kommt eine richtig bunte Mischung raus, wenn du dich einmal durch Oh, ein. dann kannst du ja vegane Snacks kreieren, die in Kontakt mit Fleisch gekommen sind und nach Fleisch schmecken. Vielleicht kannst du dann Ja. vorher so einen deftigen Döner dir reinziehen und dann produzierst du danach so einen Riegel und der Veganer sagt aber ja, ich habe aber mit dem Döner nichts zu tun. Das ist doch mal eine Idee für einen großen ehemals Fleischhersteller, vielleicht da mal zuzuschlagen. Ja. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Wo du gerade so eine Geschäftsidee ansprichst, Ja. hast du da noch Gedanken zu der Geschäftsidee oder war Nee, die die ist noch nicht so abgeschlossen? ausgereift. Ja, ist so halb abgeschlossen. Verpackung, kommt das in Pappboxen, kommt das Das in. kommt selbstverständlich in Pappboxen, ja. Ja. Oder in so Plastikboxen, die du dann gleich dem Lieferanten mit wieder zurückgibst. Oh, ja, geil. Stimmt. Das ist clever, so Recycling. Boxen, die aus Genau. recyceltem Kunststoff Ja, zum entstanden sind. Beispiel, ja. 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 Ich denke, da gibt es einen Markt für. Ich hatte neulich auch so eine kleine Geschäftsidee. Vielleicht können wir da ja ein Double Feature draus machen. Macht die Höhle der Ja, Löwen sowas? Ist das, oder ist es eine bestimmt. unzulässige Das ist Formatänderung? auf jeden Fall eine hippe Idee. Da wird alles wird da zusammengepackt. Ich bin mit dem Fahrrad über einen sehr, sehr großen Friedhof gefahren, der hier auch in der Nähe ist, der Ozower Friedhof. Und es war relativ früh am Morgen, an einem Wochenendmorgen, und da war noch nicht viel los. An einem Grab bin ich stutzig geworden, da stand nämlich nur Jesus drauf, ohne Daten Aha, und so. Ich glaube, ja. ich weiß jetzt, wo Jesus liegt. Das denke ich An auch. alle Gläubigen, die zuhören, einfach mal hinfahren. Ich kann Standort schicken. Kann auch noch eine Pfandflasche da lassen, tag ich dann. Hatten wir eigentlich schon drei Geschäftsideen in einer Drei, Sendung? ja, ist ja Nils, ein Wahnsinn. Output heute und das trotz der Wärme, oder? Na, so warm ist es Verrückt. bei uns nicht. Wir haben 17 Grad gerade hier draußen. Oh, das ist aber. Wir haben hier 22. Oh.
Was auch schon wieder geht, ne? Aber ich bin heute übrigens straight edge unterwegs. Ich trinke Leitungswasser. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Jedenfalls habe ich mir dann überlegt, könnte man nicht auch mehr Geschäft aus der Auswahl von Gräbern machen? Ja. Ist es nicht zum Beispiel Leuten, denen wichtig ist, wie ihr Dauercampingplatz ist? Sehr Ja. schattig oder nicht? Was Ja, wächst ja. da? Wie viel Lichteinfall? Zu welcher Uhrzeit? Was ist da als Nachbarn? Ist der Weg viel befahren oder nicht? Dass man Gibt's die die Gräber auch, Campingplatzschleicher? ja, dass man Gräber auch in der Form aussucht, weil das ja viel wichtiger ist. Wahrscheinlich liegst du ja länger in dem Grab später, als du vorher auf Ja. dem Campingplatz gelegen hast oder Genau. Ja, gesessen ja, hast. ja, ja. Und dass da auch so ein bisschen die Rasenpflege, was ist da für eine Grasnarbe, was für eine Grassorte wächst da, kann man da noch eine Disco-Kugel mit zuhängen oder nicht, ist es verboten auf der Satzung, ist da eine vielbefahrene Straße in der Nähe. Und dann habe ich aber was ganz anderes gedacht, wo wir gerade beim Campingplatzkonzept sind. Ist das nicht gerade in Großstädten, brauchen wir nicht was Neues? Ja. Also Schrebergärten, das ist ja so ein Ding hier in der Großstadt. Aber ich finde Ja. Schrebergärten irgendwie, das ist spießig. Die Leute liegen bald alle auf den Gräbern. Und das ist, da muss man immer viel Arbeit reinstecken, weil da erwartet wird, dass man wöchentlich den Rasen mäht und sowas alles. Und Dauercamping finde ich genauso spießig. Finde ich auch irgendwie nicht richtig und nicht gut. Und das ist doch viel schöner, auch rumzureisen und verschiedene Ja. Campingplätze. Wenn du jetzt aber Bock hast auf eine eigene Parzelle, vielleicht in deiner Ja. Stadt. Ja. Ich weiß, das ist jetzt eine Geschäftsidee, die könnte man mir stehlen, aber vielleicht mache ich mich damit irgendwann selbstständig und pachte mal so eine Fläche. Könnte man nicht einen geilen Mix aus Campingplatz und Parzelle machen? Also, dass du einfach eine Parzelle bekommst, da darfst du aber kein Haus drauf machen. Vielleicht einen Schuppen für Geräte. Stattdessen bekommst du da einen Parkplatz mit Carport drauf und da kannst du dein Wohnmobil drauf parken. Ja. Erstes Problem gelöst. Die Parkplatzsuche für Wohnmobile in der Stadt. Machst noch einen fetten Zaun drum, Nachtwächter, alles super bewacht. Ist ein bisschen teurer, aber man ist unter sich, kein Problem. Zweites Problem gelöst, wenn du nicht auf den Campingplatz kommst, weil alle überfüllt sind oder weil, weiß ich auch nicht, Stau auf der neuen SUP-Brücke ist, weil einer doch eingebrochen ist und dass du dann einfach in deiner Parzelle campen kannst und du hast deinen Garten und genießt das da und so, ist das. Ja. Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Ich Oder glaube, das wäre geht das was für in dich? ja, ich weiß nicht, das ist schon wieder, das geht sehr in die Tiny House Richtung, das muss man sagen, ne? Aber es ist für den Dauercamper an sich wahrscheinlich eine ne Möglichkeit, also sich dann endgültig vom häuslichen Leben zu verabschieden und da zu wohnen. Ich glaube, da gäbe es Unmengen von Leuten, die das machen würden. Zumal die Schrebergärten allerdings bei uns in der Umgebung eher momentan, ich sag mal so, eher wieder verschwinden. In der nächstgrößeren Stadt unseres Wohnortes hat vor kurzem die Stadt einen Pachtvertrag nicht mehr verlängert für einen Schrebergarten. Der wird komplett platt gemacht. Das ist aber schade. Ja. Dabei, die Nachfrage ist doch bestimmt ungebrochen Ja, hoch, oder ja. nicht? Ja, in der Nähe von Hannover soll sogar Europas größte Tiny-House-Siedlung entstehen. Ach, du Da ahnst es nicht. könntest du auch mit dieser Geschäftsidee punkten, sage ich mal. Also es Ja. ist, ja, es ist, glaube ich, nicht so, Aber es muss dass ja auch gar du. nicht sein, dass die da wohnen. Du kannst es ja auch einfach als Hobby betrachten, wie eine normale Parzelle, nur ohne die doofe Hürde da drauf. Das Auto hast du eh vielleicht. Ja, ich denke, geht in die Zukunft. Man sollte mal so ein Testprojekt bei den Dauercampern in NRW starten. Ja, bei denen, ja. Genau bei denen. Da sollte man anfangen. Da sollte Ja. man anfangen. Tja, Nils, kleines Intro für die wichtigsten drei heute. Oh ja, Ich habe dir Intro neulich ein Bier raus. mitgebracht. Oh ja, es ist an der Zeit für eine Geschichte, meine Damen und Herren. Aber erstmal gibt es das Intro. Erstmal gibt's das Intro. Genau, und zwar habe ich dir ein Bier aus dem Fränkischen mitgebracht. Aus dem Fränkischen, genau. Das gute Kitzmann. Und jetzt werden die ersten plötzlich die Ohren spitzen. Kitzmann-Bier? War da nicht mal was? Ja. Ja, da war was. Es gibt eine Comedy-Metal-Rock-Band aus Erlangen, JBO, Genau. die feiern das Kitzmann-Bier. In jedem, also in, ich sag mal, jeder dritte Song ist irgendwo mit Kitzmann-Bier ausgestattet. So. Und ich habe dann an einem lauschigen Nachmittag, an einem frühen Abend, weil ich gedacht, so, jetzt ist es an der richtigen Zeit, Christophs,
Weizenbier von Kitzmann zu trinken. Ich dachte, das kannst du ja einfach nicht so stehen lassen. Und dann habe ich auf Instagram mal die Leute von JBO angeschrieben. So. Und dann habe ich gar nicht damit gerechnet, kam tatsächlich eine Antwort. Es kam eine Antwort von den Leuten von JBO. Genau, hast du mir sogar geschickt. Ich Habe ich war dir sogar mega geschickt? Ja, überrascht. ich Mega auch. Ich hätte überrascht. nicht gedacht, dass so viel Fannähe einer so relativ großen Band, sagen wir mal, Usus ist. Und ich kann das Ganze mal vorlesen. Und zwar schrieb mir JBO: Hallo Nils, es tut mir so leid, dich jetzt enttäuschen zu müssen, denn die Kitzmann Brauerei hat im Oktober 2018 für immer die Tore zugesperrt. Und zugesperrt, das ist auch so ein süddeutscher Ausdruck, das würde man hier nicht sagen. Ja, stimmt. Genau. Allerdings haben sie die Marke Kitzmann noch versilbert und sie an die Kulmbacher Aktien Großbrauerei verkauft. Das heißt also, dieses Bier ist leider kein Kitzmann, sondern heißt nur noch so. Schade. Ja, aber es ist trotzdem schön, dass du an uns denkst. Allein dafür hat sich's schon gelohnt. Liebe Grüße, Vito C. So. Genial, genial. Und Ist doch ein jeder und großer. jeder und jeder von euch, der JBO kennt, weiß, dass Vito C. alias Veit der eine Gitarrist und Sänger der Band ist. Und da war ich doch für einen Moment sehr berührt, Hast du dich von so viel Fannähe doch geschmeichelt gefühlt, ja, ne? dass ich denke, wow, der schreibt mir einfach mal an einem Freitag frühen Abend, 18 Uhr, schreibt der mir einfach mal zurück. Und Das ist der weil wir das absolute so Wahnsinn. nett und sympathisch fanden, haben wir uns heute dazu entschlossen, die wichtigsten drei JBO-Songs zu machen. Also quasi eine kleine Playlist. Ich weiß nicht, ob du die, willst du die, so eine Playlist anlegen? Ich leg mal eine an. Ich leg mal Vielleicht eine kann man an. das, vielleicht kann man das anlegen. Die nennt sich dann. Weiß ich auch noch nicht. Genau. Überlegst du dir dann. Da ich jetzt das. Da sind jetzt aber unsere wichtigsten drei drauf. Ja, Und genau. ja, Genau. willst du anfangen? Ich fange mal an. Ich fange mal an. Mein Platz 3, der besten meiner wichtigsten JBO-Songs ist My Alde is im Playboy Dream. Das ist auch ein älterer Song, der auch noch im fränkischen Dialekt vorgetragen wird. Ist unglaublich lustig, weil heutzutage vielleicht auch noch ein bisschen anrüchig, ho ho ho. Und Ja, das stimmt. es geht darum, an einem jungen Mann, der seine Frau auf dem Centerfold, daran ist das Lied übrigens Ja, angelehnt, ist ein Cover von Centerfold, ja. genau, entdeckt seine Freundin und dann beschließt, er muss was dagegen tun und springt nackt vom 3-Meter-Brett seines örtlichen Schwimmbads. Der Song ist, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Album der drauf ist, aber der hat mich sehr gefreut. Das ist ein schöner Song, den könnt ihr euch mal schön anhören. Ja. Auch passt zum Sommer jetzt. Ja. Mein Platz 3 ist ein Klassiker, den es in Dutzenden Versionen gegeben hat. Ein klassischer, ein was weiß ich, es ist ein guter Tag zum Sterben. Das ist, ich weiß nicht, das erinnert mich an viele, viele Feiern von früher, wo das so als Rausschmeißerliedchen gespielt wurde. Ist auf der Platte explizite Lyrik drauf. Ein guter Tag zum Sterben ist doch, kann man sich mal anhören. Bisschen deprimierend. Was Ein bisschen dem armen Kerl da so widerfährt alles. was dem armen Kerl sehr da widerfährt. Ja. Mein Platz 2 ist auch ein Coversong, witzigerweise. Und zwar passt der so in den Reigen Rausschmeißer, My Alde ist im Playboy drin. Und zwar, wir haben eine Party. Den Und fandst du gut? den fand ich Den gut. fand ich immer eher so mäßig. Ich weiß auch nicht. Es ist übrigens ein Cover von den Backstreet Boys. Gott, wie heißt denn das Original? Eben wusste ich es noch. Ja, ich hab's auf jeden Fall im Kopf. Everybody. Everybody, 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 ja, genau. Ja. Den Song fand ich irgendwie immer geil. Der war, ist Na sehr gut. stumpf und ist jetzt auch nicht unbedingt so der Song, bei dem auf den sich alle einigen können. Aber ich fand ihn geil. Ich fand ihn gut und es ist mein zweitwichtigster Song von JBO. Wir haben eine Party. Ja, man merkt schon, wir haben ziemlich viel alten Scheiß von JBO dabei. Und früher haben die ja auch hauptsächlich Coversongs gemacht. Ich glaube, das fing erst später an, dass sie eigene Songs mit hinzugenommen Ja, haben, ne? klar. So Ja. mit vielleicht mit Rosa Armee Fraktion oder Ja, irgendwie genau. sowas.
Jetzt noch ein Song von der Explizite Lyrik. Ich glaube, das ist der JBO-Song, den ich am zweitmeisten gehört habe, weil Platz 1 habe ich natürlich am meisten gehört. Aber ich finde auch ein schönes Medley aus verschiedenen Shanties, Seemannsliedern und was weiß ich, Kuschelmetal von der Explizite Lyrik. Ja, sehr schön, Mein genau. Bounty fährt über den Ozean. Ja, der ist da auch drauf. Ja, der Kuschelmetal, ja, sehr schön. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, dass sich JBO seit Explizit die Lyrics nur noch verschlechtert habe. Aber Ja, das aber das kann man ist. immer jeder Band. Also jede Ja, Band, die genau. man kennenlernt, da ist das aktuelle Album das Geilste und danach machen sie nur noch Scheiße und die alten Sachen sind das Beste, was es überhaupt Genau. gibt. Aber nicht die Genau. ganz alten, weil da waren sie noch komisch und haben experimentiert. Ja, Ich glaube, genau. das ist gerade was, was viele Metal-Bands auch immer hart Ja, trifft. ja, ja. Da musst du schon so stumpf wie Gravedigger sein, um einfach durchzuziehen. Genau, und dass es dir wirklich egal ist, was die Leute davon Ja, halten. ja. Ja. Mein Platz 1, mein wichtigster Song von JBO. Jetzt würden alle erwarten, ja, natürlich, Verteidiger des wahren Blödsinns. Aber ist Haha, er nicht, ist er ist er nicht. nicht? Habe Nein. ich auch kurz drüber nachgedacht und Ja. habe mich dann auch für was anderes entschieden. Mein wichtigster JBO-Song, und dazu muss ich eine Anekdote erzählen, das war mit meiner jetzigen Frau, wir waren noch nicht sehr lange zusammen und ich war damals da in ihrer WG morgens und ging da so durch die Küche und summte diesen Song vor mich hin. Und sie guckte mich an, was ist das denn? Was singst du denn da? Dann habe ich das gesagt, ja, das ist Bimper Bumper Dim Dödeldei von JBO. Ja. Das Lied handelt davon, von einem Mann, der auf verschiedensten Orten der Welt und an verschiedensten Orten seines Lebens eine, wie Nicht wird's? zum Zuge kommt. Nicht zum Zuge kommt, ja. Ja. Es geht so auf dem glatten Eis, da habe ich eine bimpern wollen, mei war dieser Scheiß auf dem glatten Eis. Und er bricht den Coitus jedes Mal ab, den Verkehr. Und am Ende ergeht er sich dann darin, dass es alles sinnlos ist, Ja, wo er da loslegen möchte. das stimmt. In Ja. Paris, in der Bistro. Da habe ich eine. Naja. Ja, genau. Genau. Das Mein von. Platz 1 ist im weitesten Sinne gar kein Lied, sondern so ein, wie nennt man das, Interlude. Ist ein Interlude. Und zwar von der Meister der Musik. Meister der Musik Part 2. einfach der Blümchen-Part, das ist Ach doch mit am schönsten. ja. Blümchen spielt Black Sabbath oder so war Ja, das, Meister der ne? Musik, Weltstars interpretieren Welthits. Ja, da gibt es auch noch von einem aktuelleren Album auch noch so ein Interlude oder so ein Zwischenspiel. Wir haben es geschafft. Da werden Aha. auch von diversen Künstlern diverse ja, Lieder verarbeitet. Das Schönste ist Oha. zum Beispiel auch dieses von Manowar, Pleasure Slave, heißt es in Wirklichkeit. Auch ein bisschen frauenfeindlich, sehr frauenfeindlich sogar. Der wurde denn eben Pleasure Schlumpf von bei JBO. Woman Be Pleasure. My Schlumpf. Ja, großartig. Also hört mal rein, auch in Wir haben es geschafft. Nicht schlecht. Ja, Ja, ich würde sagen, das waren sie. das waren unsere wichtigsten drei. Ja, Ja. du hast es vorhin schon in unserem Vorgespräch mit unseren 7 Tontechnikern und Ja. 5 Redakteuren angedeutet, Und drei Anwälten. dass du noch was Schönes für mich hast. Genau, Christoph. Du musst dir einfach mal vorstellen, du hattest einen stressigen Tag auf der Arbeit. Ja. Bist durch die voll mit der vollen S-Bahn hingefahren. Ja. Es war absolut anstrengend und nervig. Ja, war es. Ja, du bist total abgespannt und brauchst mal einfach Ruhe. Du brauchst einfach mal Tiefe Ruhe. Ruhe, tiefe Wirklich Ruhe. tiefe Ruhe. So, und da habe ich vier Orte auf der Welt für dich, die du aufsuchen könntest. Geil. Und zwar gibt es auf der Welt, auf der Erde, Welterde, sogenannte Pole der Unzulänglichkeit. Pole der Unzulänglichkeit. Noch nie. Unzugänglichkeit. Unzugänglichkeit. Noch nie Unzugänglichkeit. gehört. Was ist das? Wo ist das?
Es gibt zum Beispiel den Nordpol der Unzugänglichkeit. Das sind Orte, an die man eigentlich nicht kommt, nicht so wirklich kommt. Wie Er komme ich ist, dahin? Im du Robert kommst Geister, damit, im Heli? ja, mit dem Flugzeug, mit dem Flugzeug. Der Nordpol der Unzugänglichkeit wurde nämlich 1927 von Sir Hubert Wilkins mit dem Flugzeug erreicht. Er Aha. befindet sich Nördlich. 772 Kilometer vom geografischen Nordpol entfernt. Der Nordpol befindet sich 772 Kilometer vom eigentlichen Nein, nein, Nordpol ja, das entfernt. ist der Nordpol, an den man nicht kommt. 1465 Kilometer nördlich von Utqiagvik in Alaska und 1070 Kilometer weit entfernt von den Ellesmere-Inseln in Kanada und 1390 Kilometer entfernt vom Franz-Josef-Land in Russland. Und es gibt keine Landmarke, denn das Packeis bewegt sich und du hättest da absolute Stille. Du hättest da absolute Ruhe. Und So. ja, das stelle ich mir nett vor. Er Ich muss. und ein Ja. Stand-Up-Brett, ein Ja. Sixpack Bier vorne drauf. Ja. Ich sag mal, bauchfrei Socken hoch. So Genau. stehe ich da. Ja, genau. Du müsstest Wobei, bloß man auf kriegt da schnell Eisbären Sonnenbrand, aufpassen. oder? Man kriegt. Ja, kommt drauf an, wann du hinfährst. Okay. Aber das scheint ja immer wieder. Du musstest auf Eisbären aufpassen. So. Ja, gut, Ja. dann nehme ich irgendwie, da ist gerade bei. Ja. Da habe ich bestimmt was. Und Aus dem wenn du Yps-Heft. So eine aus dem kleine Yps-Heft, Pistole aus dem Yps-Heft. ja. Und stell dir vor, du bist im Urlaub in Sydney und hast die Meinung, nein, nein, es reicht dir jetzt, es reicht dir jetzt. Dann gibt es noch den Südpol der Unzugänglichkeit. Er ist an einer überdeckten, von Eis überdeckten Landmasse in der Antarktis, die am weitesten von den Wassermassen des südlichen Ozeans entfernt ist. Oh. Er ist 463 Kilometer vom geografischen Südpol entfernt und liegt auf einer Höhe von 3.718 Metern über dem Meeresspiegel. Da kriegt man schon etwas schlechter Luft. Ja, die jährliche Durchschnittstemperatur ist bei minus 58,2 Grad Celsius Das ist kalt. angelegt und ist einer der tiefsten der Erde. Und das wurde entdeckt 1958 von einer sowjetischen Antarktisexpedition. Und da wurden eine Leninbüste hingebracht Nein. und dahingestellt. Genau. Die Und da ist auch kälteste eine, Leninbüste aller in Zeiten. der Nähe ist auch tatsächlich eine Forschungsstation, nämlich die sogenannte, warte, ich habe mir den Namen notiert, die sogenannte Bolius Nedostupnosti. Aber vielleicht ist mir das zu dicht. Ich habe keine Lust, Ja. da einen von den Arschlöchern zu treffen. Ja. Okay, ja, das stimmt. Hast du noch was am Ostpol? Ja, ich hätte noch was, den sogenannten Point Nemo, der Point Wasserpol. Nemo. Der ist am weitesten von allen Landmassen entfernt. Da könntest du Geil, das ist sozusagen, interessant. Wo ist das? das ist, die Koordinaten sind hier, die kann ich einfach mal in die Videobeschreibung Was ist da in der reinpacken. Nähe, wollte ich In der Nähe, gerade fragen. ist, Nein, zwischen welchen Landmassen befindet er sich denn? der befindet sich zwischen Südamerika, Australien und der Antarktis. Und du, es ist 2688 Kilometer entfernt, ist ein Teil der Pitcairn-Inseln, auf der du ja schon Ach mal ja, warst. ja. Ducie, die Insel. Weiter weg ist auch noch die Motunui, der Osterinseln, vorgelagert. Aha. Dann die Maher-Insel, die gehört zur Antarktis im Süden. Und zu Chile gehörig, weiter östlich, befindet sich die Chatham-Insel. So. Und da könntest du tauchen gehen, denn dieser Pol wird als Raumschifffriedhof genutzt. Unbemannte Kapseln von der Mir damals und der ISS werden hier zum Ach Absturz krass. gebracht. Ich hatte gerade tatsächlich als erstes Tauchen im Sinn. Es muss ja interessant sein, da schwimmen ja vielleicht Fische, die man noch nie entdeckt hat, weil die da ihre Ruhe haben und ich dann auch. Da Vielleicht kann ich mir könntest da ja auch so ein Rettungsboot aus so einer alten Mirkapsel bauen zum und dann Beispiel, mit ja, genau, kleinen Raketen-Außenborder und dann. ja, genau, das wäre eine Möglichkeit für dich. Und ein Stand-up-Paddle-Boot könntest du da auch gut benutzen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch, wenn du mal in China bist, den Eurasischen Punkt der Unzugänglichkeit. Der ist am weitesten von den Weltmeeren entfernt und im nordwestlichen China in der Gebiet Xinjiang. Ist da denn jemand? Ja, da ist 158 Kilometer davon entfernt, ist die Stadt Karamai. Na gut, das Und ist ja eine Weile weg. das befindet sich in der Wüste Gurban Tyngut.
Ist ja interessant, dass da eine Wüste ist, ne? Mhm. Es gibt keinen Fluss wahrscheinlich oder so, ne? Nee, und Karamai ist auch eher so eine Erdbau, so eine Erdölstadt. Also ich glaube, ich nehme das auf dem Wasser da. Das hört sich irgendwie am nettesten an. Ja, Fahre ich ne? mit der AIDA Arktis hin oder so. Jetzt, wo die nicht mehr nach Venedig alle sollen. Ich meine, da müssen die ja neue Ziele finden, die auch interessant sind. Genau, das wären also Punkte der absoluten Ruhe und der Abgeschiedenheit für dich. Toll, Interessant. ja, Interessant. wieder was gelernt. Kommen wir zu Orten, die nicht so weit weg von anderen sind. Sondheim im Allgäu. Oh, ja, Wir waren ja schön. unterwegs im Allgäu, das hast du ja gehört, und haben so ganz hipstermäßig so eine kleine Sukkulente mitgenommen. Jetzt fragst du dich, oh, Sukkulenten habe ich tatsächlich nur in Hipster-Belangen mal gehört. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch eine Sukkulente zu Hause hast. Denn Kakteen sind Sukkulenten. Sukkulente, woher kommt das eigentlich? Was hat es damit auf sich, fragst du dich. Kommt aus dem Lateinischen. Succus, der Saft, und Succulentus, saftreich. Das sind also saftreiche Pflanzen, weil die so viel schönes Wasser speichern können. Und klar, die Kakteen sind die bekanntesten Sukkulenten, machen aber nur einen Bruchteil aus. Wir haben auf dem Bahnsteig in Sondheim, schönen Grüße an die Deutsche Bahn, Entschuldigung fürs Entfernen, fürs Unerlaubte, einen kleinen scharfen Mauerpfeffer mitgenommen. Der fühlt sich jetzt ganz wohl. Ich habe den heute nochmal umgetopft, so ein bisschen Kakteen- und Sukkulentenerde drunter gepackt und so. Ja, und da habe ich mich gefragt, was kann man denn da, wo kann ich mich denn informieren, was sowas angeht? Also wenn du Sukkulenten. Lust hast und auch Bock auf Sukkulenten hast und Bock hast, dich zu engagieren, wie das so, der Deutsche braucht einen Verein, melde dich doch Völlig einfach mal bei klar. der Deutschen Kakteengesellschaft e.V. Ja, an. Die super. veranstalten auch Veranstaltungen, zwar nicht in Deutschland, aber die 15. Steinzer Kakteentage in Österreich, in Steins, die sind zum Beispiel dieses Jahr noch, ich glaube im Juli. Tja, Ja, das wäre doch geil. was. Das wäre geile Nummer. Und wusstest du, dass in Arizona das Abschneiden eines Kaktus, also nicht jeder Kaktus, es muss schon mal sowas Exklusives sein, wie der Saguaro oder sowas, eine Straftat ist Nein. und du theoretisch in Arizona bis zu 25 Jahre für das ins Gefängnis kommen kannst, für das Abschneiden eines Kaktus. Das gibt's ja nicht. Die sind hart, die Jungs in Arizona. Finde ich auch. Eieiei. Machen hier schön Werbung, Arizona Ja. Eistee und sowas alles, aber Wehe, du schneidest mal was ab. knallharte Geschäftsleute, wehe, du klaust einen Kaktus. Dann ist Ja. aber was los. So, und jetzt fragst du dich, Sondheim im Allgäu, das hab ich doch schon mal gehört. Da war doch mal sowas Krasses. Stimmt. Wir befinden uns hier am 5. Oktober 2018. Ich gehe mal kurz auf den Artikel, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Kurioser Diebstahl an Baustelle in Sondheim. An was denkt man da? Ich lese mal kurz vor. In der Zeit zwischen vergangenem Dienstagabend und Donnerstag früh entwendete ein unbekannter Täter aus dem Tank eines auf einer Wiese entlang der Bahnlinie bei Sondheim abgestellten Baggers 250 Liter Dieselkraftstoff. Der Nein. Schaden beträgt ca. 335 Euro. Die Polizei Nein. Mindelheim bittet um Hinweise. Krass, was in Sondheim im Allgäu alles abgeht. Ja, da Das, machst du keinen und ich. Begriff. Ich finde, das ist wirklich einer der kuriosesten Diebstähle, von denen ich je Kraftstoff klau. Sowas Ja. Kurioses noch nie Ja. gehört. Noch nie, ehrlich. Nee. Nee. Das ist wirklich, das ist ein Fall für die CSI Sondheim-Leute. Oder die drei Fragezeichen. Oder die. Wenn alles nichts mehr hilft, wenn die alle Messen gelesen sind, dann holst du die. Ein Crossover. Ja. Justus, Peter und Bob kriegen Sonnenbrillen und setzen die ganz langsam ab und gucken dabei zur Seite. Und haben so einen Labortypen, der in einer Stunde alles analysieren kann. Also, don't mess with Sondheim, würde ich Don't sagen, mess ne? with Sondheim. Ich denke, die Mindelheimer Polizei hat da schnell für Aufklärung gesorgt. Ja, Und die. der Räuber wurde dingfest gemacht. Wahrscheinlich Ja. einer, der kam bestimmt aus München. Das Ja. machen nur diese Großstädter von da Ja, drüben, ja, da ja, ja. hinten. Diese ätzenden Typen. Ja. Liebe Sondheimer, ich hoffe, euch geht's jetzt wieder gut. Ich hoffe, der Fall ist gelöst Ja. und ihr habt den Dieseldieb
dingfest machen können. Und ihr könnt euch endlich mal um die Lücke im Bahnsteig, wo die Sukkulente war, kümmern. Ja, das ist auf jeden Fall auch dringend notwendig, glaube ich. Vielleicht kann man da ein kleines Edelweiß stattdessen pflanzen. Ja, das wäre was Schönes, ja. Ja. Das wäre schön, das wäre schön. Aber ne, also Sondheim so. Da muss ich mal ganz, ganz, ganz genau hingucken, ob ich da jemals einen Fuß in diese Stadt setzen werde. Ich nicht mehr. Für mich Ei, 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 ei. ist das verbrannte Erde, Sonntag. Ja, das würde ich auch sagen. Ganz Das klar. würde ich auch sagen. Ja, Leute. Ja. Leute. Es Leute, ist Leute. die große Episode, die erste Episode nach der Sommerpause gewesen. Obwohl die Ja. Sommerpause ja gar nicht bestand, weil es ja eine Folge Deshalb haben wir war. jetzt Anschlusstermine und zwar Genau. faulenzen und nichts tun. Genau, definitiv. Und Du guckst Fußball, ne? Wir sind Deutschland ja spielt. offen, wir sind ja Ja. transparent, wir sind transparenter Podcast. Ja. Heute ist Mittwoch und nachher Ja. spielt Deutschland gegen Ungarn Ja. 1-1. Sagt Christoph, ich sage 1-0 Deutschland. Aber du glaubst auch nicht an so viele Tore, ne? Nee, die Ungarn werden sich hinten reinstellen wie Gulaschsaft, das kann ich dir schon mal sagen. Aber so oder so kommt Deutschland ja vielleicht weiter und spielt dann gegen England? England, ja. Tja. England, wenn Deutschland Zweiter wird, dann geht es gegen die Engländer. Kann es auch passieren, dass Deutschland gegen Finnland spielt oder ist Finnland komplett raus? Finnland ist, glaube ich, raus. Die haben nicht genug Punkte. Es kommen die vier besten Gruppendritten weiter. Und da sind jetzt schon Tschechien und Kroatien. Nee, Kroatien ist Zweiter geworden. Tschechien und die Schweiz. Die Schweiz ist mit hochgerückt. Aber das ist doch, eigentlich ist es doch ein bisschen schade. Warum haben wir denn zum Beispiel nicht diese Meister, also diese EM in Kroatien stattgefunden lassen? Dann wüssten wir jetzt über die schönsten Cevapcici-Traditionen, dann würden wir was über Zagreb lernen. Nein, es findet überall in Europa statt und am besten da, wo 1000 Leute ins Stadion können. Genau. Was für eine Scheiße, da wird eine Welt vorgegaukelt, die gar nicht existent Ja. ist. Es gibt kein Public Viewing. Die ein, zwei Leute, die mit einer Fahne durch die Gegend fahren, sind auch schon wieder genauso doofe Deppen wie vor 2006 Tja. und ja. Es hat, glaube ich, damit zu tun, dass letztes Jahr eigentlich die UEFA ihr 60- oder 70-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Deshalb wollten die das in ganz Europa machen. Tja. Aber ich sage schon, Kroatien wäre wahrscheinlich eine gute Wahl gewesen. Wir In, werden es. im Amphitheater in Pula sind die im Genau, Spiel. genau. Wir werden es leider nie herausfinden. Leute, das war heute eine kürzere Ausgabe. Ja. Aber das ist auch mal nicht schlecht. Das ist auch Ist nicht mal schlecht. ganz schlecht, gar nicht so schlecht für die Moral, dass wir euch mal in 40 Minuten oder 41 Minuten so ein bisschen die Welt näher bringen. Ja, ich schneide da ja noch ganz viel Scheiß rein. Da sind wir am Ende Ja. bestimmt bei einer Stunde dann wieder. Ja, genau, das Ja. denke ich auch. Wenn du da Also, noch Einkaufstipps zum Wochenende ihr reinschneidest. schaltet ab und der Ja. Gewinner unseres heutigen Gewinnspiels, Nils, du bleibst bitte noch mal kurz in der Sendung. Wir brauchen noch deine Adresse. Ja, die kriegt ihr auf jeden Fall. So, Leute, Tschüssi. abschalten. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure zwei lustigen Typen im Bunker. Reingehauen.